Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, über die Jahrhunderte hinweg gab es immer wieder Berichte darüber, dass Menschen merkwürdigen, mysteriösen Wesen begegnet sein wollen. Das Ganze, das zieht sich bis in die heutige Zeit hinein. Wir schauen uns heute einmal ein paar dieser Berichte aus verschiedenen Jahrhunderten an und dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, das Ganze sind einfach nur Legenden und Fabelwesen oder ob da unter Umständen irgendetwas Wahres dran sein könnte. Meine Lieben, lehnt euch mal zurück und versucht euch folgende Situation einmal vorzustellen. Ihr seid auf einer Wanderung unterwegs und aus irgendeinem Grund habt ihr euch ein paar Mal verlaufen und so langsam aber sicher dämmert euch, dass es dämmert, also es wird dunkel. Ihr seid dort alleine oder vielleicht zu zweit, aber ihr wisst, ihr habt noch eine ganze Menge Wegstrecke vor euch, bevor ihr aus diesem Wald raus seid. Und dann tritt aus dem Wald heraus, auf den Waldweg, eine komplett behaarte, wirklich übel riechende Gestalt. Nachdem ihr euch dann 2 Minuten mit mir unterhalten habt, geht ihr weiter. Dummerweise wird es aber immer dunkler und irgendwann ist das Tageslicht komplett weg. Das ist in einem Wald schon eine unangenehme Situation, aber dann hört ihr das. Also, ich finde ja, dieses Wolfsgeheul, das geht einem durch Mark und Bein, auch wenn wir heute eigentlich wissen, dass diese Wölfe lieber vor uns ihre Ruhe haben, anstatt uns zu fressen. In einem früheren Video habe ich ja Fälle geschildert, da war es schon so, dass Wölfe Menschen angegriffen haben, besonders dann, wenn die Nahrung knapp war. Aber im Allgemeinen, da tun Wölfe dem Menschen eigentlich nichts. Aber es geht auch nicht um diese Art Wölfe, sondern das Jaulen, das ihr gerade gehört habt, das kommt von einem anderen Wolf. Und wenn der euch kriegt, dann habt ihr verloren. Die Rede ist natürlich vom Werwolf, einer Legendengestalt, über die es über Jahrhunderte hinweg immer wieder Berichte gab, dass man diesem Wesen begegnet wäre. Eine der bekanntesten Berichte dieser Art, das ist wohl der des Werwolfs von Gévaudan. Was immer es war, was die Menschen damals angriff, es hat über 100 Leben gekostet. Diese ganzen Vorfälle, die ereigneten sich zwischen den Jahren 1764 und 1767 in Südfrankreich. Und was immer es auch war, was damals die Menschen angegriffen hat, die wenigen, die einen solchen Angriff überlebt hatten, die sprachen von einem großen Tier, in etwa so groß wie ein Kalb, mit gewaltigen Zähnen, einem langen Schwanz und von wolfsähnlicher Gestalt. Zusammengefasst ereignete sich damals Folgendes. Im Jahre 1764, da begannen diese Angriffe. Und zwar mit einer Frau, die in der Nähe des Waldes Mirecroix unterwegs war, um ihr Vieh zu hüten. Sie erzählte, dass aus dem Wald eine wolfsähnliche Gestalt auf sie zugelaufen wäre und sie direkt angegriffen hätte. Die Bullen in ihrer Herde, die wären dann irgendwie in Panik geraten und hätten das Tier angegriffen. Und das sei dann in den Wald geflüchtet. So hat diese ganze Sache angefangen. Das erste Opfer, das war ein 14-jähriges Mädchen namens Jeanne Bollet. Man fand sie in der Nähe des Dorfes Les Hubacs und sie war ganz fürchterlich zugerichtet. In den daraufhin folgenden Wochen, da griff dann dieses Wesen immer wieder Männer, Frauen und Kinder an und hinterließ sie in fürchterlichem Zustand. Diese Opfer, die waren meist damit beschäftigt gewesen, Vieh zu hüten. Und so langsam breitete sich in der ganzen Gegend eine Panik aus. Niemand traute sich mehr, das Vieh außerhalb der Dörfer zu hüten. In der Bevölkerung der Gegend, da breiteten sich die seltsamsten Geschichten aus. Es wurde davon erzählt, dass Dämonen am Werk wären, die Amok liefen. Es wurde von Phantomtieren gesprochen, die man nur mit bestimmten Waffen töten konnte. Niemand wusste wirklich, wer hinter diesen Dingen steckt. Aber mit diesem Phantomtier, da war dann der Werwolf gemeint. Die Zahl der Opfer, die stieg stetig weiter. Irgendwann hörte dann einmal der König, also Ludwig XV. Damals, davon. Und er erfuhr davon, weil ein etwas besser gestellter Mann namens Jacques Portefeuille mit seinen Kameraden, 7 an der Zahl, unterwegs war, um zu jagen. Und diese Gruppe, die wurde dann von einem
merkwürdigen Tier angegriffen. Sie beschrieben das Ganze eben auch als übergroßen Wolf, der sich teils auf zwei Beinen bewegte. Und obwohl diese Gruppe zu 7 Mann war, schafften sie es nicht, das Tier endgültig zu vertreiben. Immer wieder griff es diese Gruppe an. Erst nach zahlreichen Kämpfen mit dieser merkwürdigen Gestalt, da gab diese auf und verzog sich in die Wälder. Von diesem Vorfall erfuhr dann, wie gesagt, der König, und er gab dann die Anweisung, dass jeder Mann, jeder Soldat, jeder, der eine Waffe bedienen konnte, sich aufmachen sollte, um dieses Tier gnadenlos und ohne jedes Zögern zu töten. Und so geschah das Ganze dann auch. Eine Unmenge von Menschen, die waren dort mit ihren Waffen unterwegs, um diese merkwürdige Gestalt, was immer es auch war, ausfindig zu machen und dann zu erlegen. Trotz dieses großen Aufwandes, da funktionierte das Ganze aber nicht. Man engagierte dann 2 professionelle Wolfsjäger. Es waren Antoine Vaumessil d'Orneval und Jean Chalmarc, und der hatte seinen Sohn dabei, Jean Farnival Chalmarc. Diese beiden Wolfsjäger und der Sohn von Chalmarc, die jagten 4 Monate lang dieser Kreatur hinterher. Sie hatten speziell ausgebildete Wolfsjagdhunde dabei, aber all das nutzte nichts. Während der ganzen Zeit, in der sie auf der Jagd waren, gab es immer mehr Opfer. Ludwig XV., der zog diese beiden zurück und ersetzte sie durch einen anderen Jäger namens François Antoine. Am 20. September 1765, da gelang es ihm, einen Wolf zu erlegen, von dem alle ausgingen, dass dieser hinter diesem Gemetzel stecken würde. Dieser erlegte Wolf, der wurde sogar ausgestopft und nach Versailles gebracht, wo er ausgestellt wurde, und François Antoine, der wurde als Held gefeiert. Aber dann, nachdem alle dachten, der Spuk wäre jetzt vorbei, gab es 12 weitere Opfer. Und die Reihe der Opfer, die setzte sich fort bis zum 19. Juni 1767, als ein Jäger namens Jean Castel einen Wolf erlegte, der im Magen menschliche Überreste hatte. Was an dieser Sache aber interessant ist, das ist die Tatsache, dass Historiker in den Hinterlassenschaften dieses Mannes dann später eine Notiz fanden, in der er beschrieb, dass er diesen Wolf nur mit gesegneten Silberkugeln hätte töten können. Bis heute hält sich das Gerücht, dass dieser erlegte Wolf ein tatsächlicher Werwolf war. Denn es wird daran gezweifelt, dass ein normaler Wolf in dieser Zeit über 100 Menschen hätte töten können, und zahlreiche Angriffe, die danach schwer verletzt waren, und die beschrieben ja ein völlig anderes Wesen als einen einfachen Wolf. Es wurden daraufhin noch sehr merkwürdige Theorien entworfen. Es sollte sich dabei um Wölfe handeln, die eine Art Rüstung getragen hätten, damit man sie nicht erlegen konnte, und die dann von irgendjemand dazu ausgebildet worden seien, Menschen zu reißen. Es wurde davon gesprochen, dass das nicht ein Wolf, sondern ein ganzes Rudel gewesen sein könnte, die einfach in den Menschen eine einfach zu erlegende Nahrung erkannt hätten. Und so weiter und so fort. Wer wirklich für diese 100 Menschenleben, die damals verloren gingen, verantwortlich ist, das weiß man so recht bis heute noch nicht. Das war jetzt mal die Geschichte, diese sehr bekannte Geschichte dieses Werwolfs, kurz zusammengefasst. Aber ein Werwolf, Jäger mit gesegneten Silberkugeln, kann das überhaupt alles sein? Was denkt ihr? Würdet ihr sagen, ich halte die Existenz von Werwölfen durchaus für möglich, oder hat sich hier wieder etwas zu einer Legende umgebildet, nämlich einer Werwolf-Legende, damit man eine Erklärung damals hatte für diese unfassbaren Vorgänge? Wenn ihr mögt, dann schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Malawi in Afrika im Jahre 2003. Etwa 100 Kilometer von der Hauptstadt Lilongwe entfernt, in einem Berggebiet im Dover District, kommt es zu merkwürdigen Angriffen. Zahlreiche Menschen werden verletzt und es gibt 3 Tote zu beklagen. Die Menschen, die diese Angriffe überlebt haben, die beschreiben ein seltsames Tier. Hyänenähnlich, aber um ein Vielfaches größer. Ein solches Tier hätten die Leute, die dieses Gebiet bewohnen, noch nie gesehen. Und dieses merkwürdige Tier, das scheint wahllos seine Opfer auszusuchen und über sie herzufallen. Es hat den Eindruck, als ob nicht der Hunger der Grund dafür wäre, dass dieses Tier die Menschen angreift, sondern es spielt mit seinen Opfern. Und zwar auf grausame Art und Weise. Denjenigen, die diese Angriffe überlebt haben, denen fehlten oft
zahlreiche Körperteile, Ohren, Gesichter, die Extremitäten und der Intimbereich. Aber keiner dieser Menschen war in der Lage, dieses Tier irgendwie zu identifizieren. Es war jedem vollkommen unbekannt. Angst breitete sich aus und niemand traute sich mehr aus dem Haus. Irgendwann zogen 4000 Menschen in die nächstgrößeren Orte, um dort in den Rathäusern Schutz zu suchen, denn diese wurden in der Regel vom Militär oder der Polizei bewacht. Erst da wurde die Regierung auf diese Problematik aufmerksam und angesichts der Tatsache, dass man nicht wusste, wie man um die 4000 Menschen ernähren sollte, da fasste sie einen Beschluss. Es wurden Hunderte von Polizisten, Sicherheitsbeamten, Wildhütern, das Militär und paramilitärische Kräfte verpflichtet, dieses Tier zu jagen. Aber auch hier war es vergebene Liebesmühe, denn es konnte kein Tier auch nur ansatzweise erlegt oder erkannt werden, das der Beschreibung derjenigen entsprach, die diese Angriffe dieses merkwürdigen Wesens überlebt hatten. Aber seit dieser Aktion, da hörten die Angriffe so schnell auf, wie sie gekommen waren. Hatten all diese Jäger vielleicht unbewusst dieses merkwürdige Wesen vertrieben? Die Regierung erklärte jedenfalls, dass die Angriffe von einer Hyäne ausgeführt wurden. Dem widersprachen aber Zeugen und überlebende Opfer. Und auch einige Behörden, die zweifelten daran, dass das Ganze eine Hyäne gewesen sein sollte. In der Bevölkerung und in der Presse, da bekam dieses Wesen den Namen Malawi Terror Beast. Einige Einheimische dort sind der Meinung, dass das Ganze eine durch Zauber veränderte Hyäne gewesen sein könnte. Andere sind der Meinung, dass es unter Umständen eine mutierte Hyäne gewesen sein könnte. Einig ist man sich aber darin, dass das Ganze mit Sicherheit kein Tier war, das üblicherweise dort anzutreffen ist. Kryptozoologen gehen davon aus, dass es eine Art war, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, die sich aus ihrem ursprünglichen Lebensraum in Afrika entfernt und dann vielleicht verirrt hat. Vielleicht wirklich eine besonders aggressive und riesige Hyänenart, die uns nicht bekannt ist. Der Bundesstaat Missouri in den USA. Es ist das Jahr 2015. Im Gebiet der Anchor Hill Ranch, südwestlich von Rogersville, im nördlichen Christian County, da ist ein 85-jähriger Radfahrer in einem sehr bewaldeten Gebiet unterwegs. Es ist der deutschstämmige Werner Vogt und für seine 85 Jahre, da ist der Mann noch richtig fit. Er fährt jeden Tag mehrere Kilometer Rad oder betreibt andere Arten von Sport. An diesem Tag, da hat er sich die Route durch dieses Waldgebiet vorgenommen. Eine Entscheidung, die ihm bedauerlicherweise das Leben kosten wird. Er war ungefähr 10 bis 15 Minuten mit seinem Rad in diesem Waldgebiet unterwegs, als plötzlich von der Seite her ein großes und, wie er es beschrieb, wütendes Tier auf ihn losging. Das Tier, das schien wie von Sinnen über ihn herzufallen und Werner Vogt, der war diesem Angriff hilflos ausgesetzt. Schwer verletzt ging er zu Boden, dann ließ das Tier von ihm ab und flüchtete. Es war ein reiner Zufall, dass an diesem Tag noch eine weitere Person mit seinem Rad durch dieses Waldgebiet fuhr und den schwerverletzten Vogt entdeckte. Dieser Mann verständigte sofort Rettungskräfte und Werner Vogt kam in ein Krankenhaus. Er hatte sehr, sehr schwere Verletzungen. Offensichtlich hatte das Tier versucht, ihn zu fressen. Trotz dieser schwerwiegenden Verletzungen, da war Werner Vogt noch bei Bewusstsein und die herbeigerufene Polizei, die konnte ihm ein paar erste Fragen stellen. Vogt war sehr naturverbunden und war früher ein leidenschaftlicher Wanderer gewesen, der die Natur oft tagelang durchstreifte. Und er kannte sich aus mit der Tierwelt, die in diesem Gebiet lebte. Nur ein derartiges Tier, wie das, das ihn angegriffen hatte, hatte er noch nie gesehen. Nach dieser Aussage, da verlor Vogt dann das Bewusstsein und er wurde auf die Intensivstation verlegt. Währenddessen begannen Wildhüter und Jäger, dieses Gebiet zu durchsuchen, in dem Vogt angegriffen worden war. Allerdings konnten sie nichts Besonderes finden, was man nicht üblicherweise auch in so einem Waldgebiet an Tierspuren und so weiter vorfindet. Ein paar Tage später, da erwachte Vogt aus seinem Koma und er war trotz seiner Schwäche damit einverstanden, dass die Polizei ihm noch ein paar Fragen stellte. Und die hatte sich inzwischen eine ganze Reihe Bilder besorgt. Bilder von verschiedenen Hunderassen, von Wölfen, Bären etc. Ein Polizist sagte über diesen Fall, genau wie wir es mit einer Fotoline abtun, um einen Verdächtigen zu finden, da verfuhren wir diesmal
mit Tierfotos. Aber egal, welches Tier sie Vogt zeigten, es war kein Tier dabei, was vom Aussehen dem Tier entsprach, das ihn angegriffen hatte. Die Beschreibung, die Vogt abgab, die war sehr merkwürdig. Er sprach von einer Mischung aus Wolf und Bär. Irgendwie hätte das Tier von beidem etwas gehabt, aber es wäre keines davon gewesen. Wenige Tage danach verstarb der ältere Mann an seinen schweren Verletzungen. Ein Polizist, der sagte, ehrlich gesagt waren die Verletzungen von Herrn Vogt so schwerwiegend, dass es ein Wunder war, dass er sie überhaupt so lange überlebt hatte. Ihm fehlten ganze Stücke aus seinem Körper. Die Fotos, die an dem Tag gemacht wurden, nachdem Vogt ins Krankenhaus eingeliefert worden war, die wurden dann an zahlreiche Wildtierexperten versendet. Auch an solche, die Experten waren, um anhand von Bissen Tiere identifizieren zu können, die diese Bisse verursacht hatten. Kein einziger davon war in der Lage, diese Bisse zu identifizieren. Diese merkwürdige Beschreibung, die Vogt abgegeben hatte, und die Tatsache, dass keiner der Experten auch nur ansatzweise in der Lage war herauszufinden, welches Tier Vogt angegriffen hatte, die lassen natürlich die Frage aufkommen, was kann es gewesen sein, das ihn angriff? Es gab nach diesem Vorfall große Diskussionen, besonders so im Bereich der Kryptozoologie. Einige waren der Meinung, dass Vogt von einem Sasquatch angegriffen worden war. Wieder andere machten einen Wolf, einen übergroßen Wolf dafür verantwortlich, der von Vogt vielleicht falsch identifiziert wurde. Es gab die Spekulation, dass eine unbekannte Tierart oder eine Mutation in den Wäldern dort herumstreuen würde, aber die Jäger und die Wildhüter hatten wie gesagt keinerlei Spuren gefunden, die sie als außergewöhnlich beschreiben würden. Die Frage jedenfalls, was es war, die ist bis heute ungeklärt. Ja, liebe Mythengemeinde, was würdet ihr denn sagen? Würdet ihr sagen, solche Fälle sind mit Sicherheit ganz normal zu erklären? Es ist halt anhand der Spuren nicht identifizierbar, aber es wird schon irgend so ein Tier gewesen sein, ein ganz normales Tier, das in diesen einzelnen Ländern eben anzutreffen ist. Oder haltet ihr es für möglich, dass in so großen Waldgebieten wie in den USA oder in Russland oder sonst irgendwo auf der Welt vielleicht noch Tiere existieren, die wir noch nicht kennen und die unter Umständen brandgefährlich sein könnten? Oder vielleicht eben auch Tiere, unbekannte Tiere, die sich in diesem Moment, als sie angriffen, durch irgendetwas bedroht gefühlt haben. Wenn ihr mögt, dann schreibt mal in die Kommentare, was ihr so von diesen Fällen haltet und was ihr so über die mögliche Existenz der vermuteten Täter sozusagen haltet. Ich habe jetzt noch einen kleinen Hinweis für euch. Der Tag, an dem ich dieses Video hochlade, ist der 1.3.2021. Bedauerlicherweise muss ich euch mitteilen, dass ich ein leichtes Zeitproblem habe und deshalb ab dem 3.3. wieder einmal die Los-Kurz-Video-Wochus bei MacMythenmetzger sind. Diejenigen von euch, die schon länger dabei sind, die kennen das ja. Das sind dann so Videos, die vielleicht 8 oder 10 Minuten lang sind, weil mir einfach die Zeit für längere Videos fehlt. Da ich euch aber nicht ganz auf dem Trockenen sitzen lassen möchte, mache ich dann eben diese kürzeren Videos. Das Ganze wird voraussichtlich bis Freitag, den 12.3., also nächste Woche Freitag, gehen und danach versuche ich dann wieder Videos in der alten Länge zu machen. Wenn ihr dann Leute in den Kommentaren antrefft, die darüber moppern, dass die Videos so kurz sind, dann habt ihr drei Möglichkeiten, was passiert sein könnte. Erstens, er hat dieses Video hier nicht zu Ende angesehen. Zweitens, er hat nicht verstanden, was ich jetzt erklärt habe. Und drittens, er hat es wieder vergessen. Dann wäre es nett, wenn er die Leute darauf hinweist, dass wieder Los Kurz Videos Wochen bei MacMythenmetzger sind. Wenn euch dieses Video hier als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.